Aber du wirst uns nicht aufhalten können. Wir werden sehen. Ein Nestball. Danke. Habe ich eigentlich was dabei? Glaube nicht. Brauche ich auch nicht wirklich. Ist nicht unbedingt wichtig, das mitzunehmen. Ach, ich kann ja, ich habe ja noch ein Nugget oder sowas. Kann ich auch noch verticken hier. Der steht nicht vor der Arena. Der kommt wahrscheinlich dann. So, wir kaufen uns auf jeden Fall einen davon. Oh, Super Potion, auch eine. Und ein Repel. Alles ausgeben. So, Holzkohle. Use geht gar nicht. Give. Und jetzt geben wir jetzt Burner. So, jetzt wird Burners Feuerangriff auch verstärkt. Was super cool ist. Der kommt doch nicht hier vor. Wie er sich da hinter Baum versteckt. Die Nudel, du. So, Erdbeer kann hier leider nicht trainiert werden. Aber ich könnte Erdbeer hin und her switchen. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Mr. T und Igela und Burner werden hier auf jeden Fall dick trainiert. Ladybar! Oh, Ladybar sieht süß aus. Ladybar! Rums. Dann gehe ich halt einmal mehr heilen, macht ja nichts. Aber auf jeden Fall ist es wichtig, dass auch mein Liebling, Quatsch, mein Erdbeer ein bisschen trainiert wird. Zack, Erdbeer wieder rein. Den Seemon hätte ich später wohl gerne. Mhm. Muss ich gestehen. Warum das Ding umklammern kann, weiß ich bis heute nicht. Nächster bitte. Ja, Käfer sind cool. Leicht zu trainieren und wachsen schnell. I know, I know. Ich bin ja gleich mal, da müsste ja eigentlich links gleich der Rivale kommen. Der erste. Sag ich mal. Gucken, was der so drauf hat. Ob der auch noch seine Pokémon hat, Zubat, Nebulak und den Starter, oder ob der was ganz anderes hat. Amber. Zack, Burner 21. Quick Attack. Kannst du lernen, weil Quick Attack mit einem 40er Schaden besser als Tackle ist. Darfst du das für Tackle lernen. Hallo. Du müsstest der mit. Weiß ich gar nicht, was du hast. Ich glaube, der Typ links hatte Paras. Ah ja, ach ja. Hornleo, Kukuna, Bibor. Ach, das ist so schönes Training. Noch ist es so einfach, ne? Boah, 19. Wow. Hallo? 19 ist aber schon ein hohes Maß, du. Metapod, na, was zum Teufel? Metapod, aber was voll anderes reinsetzen hier. Wie cool. Das finde ich auch wieder schön, dass man diese Linie durchbricht, sag ich mal. Dass sie nicht die gleichen Pokémon gelassen haben und einfach stärker gemacht haben, sondern ein bisschen was anderes. Natürlich finde ich das super, dass da zum Beispiel auch ein neuer Rivale drin ist. Ja, das sind ja da, also zwei anscheinend. Da ist ja noch einer, der so komisch rumrennt. Der uns ja vor der Arena von Viola City gesagt hat, geh aus dem Weg. Finde ich auch total geil, dass da anscheinend ein neuer bei ist. Noch ein neuer. Der Zane ist ja schon neu. Und der Zane kommt wahrscheinlich, wenn ich die Arena, in der Arena Leiter besiegt habe, wa? Ja, direkt danach kommt er ja auch voll fies, wie dieser Carlos immer aus. Boah, was war das denn noch? Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Irgendein an Pokémon Gold Hack, der war auch. Dieser Carlos, der war auch so krass. So. Ein Baxi. Ich hab mich hinter einem Baum versteckt, damit man mich nicht sieht. Und der Baum ist gar nicht so groß. Metapod. Ja, mach du mal, Härtner. Kannst du ruhig machen. Blut ist trotzdem stark genug, dich zu one-hitten.
Oh, Erdbeer hat noch meinen Silberblick gelernt. Beedrill. Beedrill? Nice. So, ich lasse mir auf jeden Fall Mr. T im Hinter als Trumpf Ass, da Zornklinge, wenn es zum Beispiel eingesetzt wird von Sichlor, nicht so viel Schaden macht. Aha, und Beedrill burnt. Hat sich sein Kokuna entwickelt, finde ich gut. 22, sehr schön. Und Skither. Sichlor, 22, wow. Ja, mach du ruhig Verfolgung, das macht nichts. Das ist auf dem gleichen Level hier, du. Also, Prost Mahlzeit für die Leute, die Endivir genommen haben. Die haben hier echte Probleme und vielleicht auch mit Tyrakrok. Also mit Kalimani als Starter, würde ich vielleicht auch sagen. So, Fury Cutter brauchen wir nicht. Also ich bin mit, Durchstand Zane? Den holen wir uns gleich, ich gehe erstmal heilen. Durchstand Zane? Hat man dann freiwillig die Chance, gegen den anzutreten? Das wäre auch geil. Das hätte was. Zane, ich komme mal vorbei. Ah, there you are. I was watching you battle and I must say, it was something to watch. I've already beat this leader to a pulp, so you shouldn't be a problem. So, quick battle? Na klar. Drei Pokémon. Porygon. Level 18. Burner sollte rein. Boah, uiuiui. Swift ist ganz schön stark. Ah, Water-Type. Das ist extrem uncool. Das ist noch uncooler. Rock-Type, na super. Oh, na toll. Ja! Gott, thank you so much, ey. Es brennt. Da muss ich ja sagen, da habe ich ja jetzt im letzten Moment drauf gehofft, ey. Gut, okay. Potion. Ach, jetzt hätte ich Quick Attack machen müssen. Macht nichts, Porygon ist weg. Evoli, okay. Evoli sollte jetzt nicht das Problem sein. Ich bleib mal drin. Evoli ist nicht das Riesenproblem. Aber zu was Evoli später wird. Das was? Rest? Okay. Dann nutze ich die Zeit und mache einfach zweimal Leer. Und mache dann Quick Attack. Toll. Das hat super viel gebracht. Das ist schön, dass es brennt. Jetzt muss natürlich nur Glut sitzen. Juhu! Burner hat's voll drauf. Screwmisch, was? Guck mal im rein, Sepa. Guck mal, was es ist. Ach, Knilz. Ach Gott, Knilz. Ja. Knilz ist okay. Knilz, vor allem wenn es später zu K-Pilz wird. Kampfpflanze. Sollte kein großes Problem für Torboga sein, also für Mr. T. Impossible. I can't believe this. Why can't I beat you? I'm training 24/7 and still I can't even leave the scratch. My dream is to become the greatest Pokemon trainer of all time. Someday I will become the champion. Ja, der ist stark. Porygon. Ich gehe mal davon aus, dass das Porygon später zu Porygon 2 und Porygon X wird. Kann man mir aber vorstellen. Ist doch Porygon X, oder? Oder Porygon Z. Porygon Z war es. So, kommt da jetzt der Typ? Ich glaube ja. Und ich setze Burn an den Anfang. You again. I think we need to talk. Wer ist das denn? Oh, Moorlord!
Was zum Teufel, Ice Punch? Liebling, ich muss dich leider opfern. Ja, macht nichts, damit ich wenigstens eben heilen kann. Oh, hat geheilt, cool. Alter, der kann Ice Punch. Boah, das Ding kriege ich nicht down. Ne. Das ist ja krass. Das ist ja richtig krass. Das ist nicht effektiv, aber was denn? Leftovers? Alter Schwede. Was ist das denn? Das Mordot ist ja Imber. Wow. Bin gerade echt ohne Worte. Was mache ich denn da jetzt? Ich kann nur so angreifen und ein bisschen versuchen, Schaden zu machen. Mordot ist weg. Boah. Okay. Kann ich nur probieren. Sehr gut. Sehr, sehr... Boah, ja klar, Body Slam. Was zum Teufel? Ach, scheiße, Paralyse. Nein, nicht Sand Attack, nein. Du solltest Quick Attack machen. Scheiße. Danke. Ach, du ahnst es nicht. Das ist jetzt ein schlechter Scherz, ne? Ey, wie soll man den denn besiegen? Alter, Level 18 bist du in Jack. Das ist doch unmöglich. Ja, entschuldige, aber jetzt aber bitte. Wie, ja, genau, gibt noch Leftovers. Wie soll man den denn aufhalten hier? Was ist denn das? Ja, klar, ein Kindwurm. Am besten gibst du dem gleich noch Drachenwut oder sowas. Ich habe echt Angst, dass er Drachenwut kann. Das ist doch ein Scherz. Boah, nice, gewonnen. Excellent. Huh. My name's Axel. I hope we meet again. Das ist ein Scherz jetzt. Das ist ein verdammter Scherz jetzt. Das kann nicht euer Ernst sein. Das kann gar nicht euer Ernst sein. Alter, Gott sei Dank, das Ding ist down. Alter, was ist das denn? Boah. Ich bin jetzt echt fertig. I hate the weak. Ja, toll, was soll denn das? Alter, da kommt der Ex und dann noch der Rivale. Hier oben. Pff, ihr habt doch einen Schuss nicht gehört. Boah, das ist aber echt herausfordernd, das muss ich aber sagen. Ja, Liebling, du wirst wahrscheinlich bald ersetzt werden. Oh, Mr. T. Macht's ganz gut. Ich meine, Erdbeer muss auf jeden Fall noch trainiert werden. Und
Der Igelava hat Bernhards echt rausgehauen heute. Ach, du ahnst es nicht. Müssen wir Porenta mal fangen. Ja, das ist allerdings ein Habitak. Wenn ich das mal erwähnen darf. Revive. Das hat mich ja jetzt echt geschockt, muss ich ja sagen, ey. Habe ich ein Pokémon, was zerschneider kann? Heidewitzka. Smetbo. Okay. Das schreit eigentlich geradezu danach hier. Kurz. Nach irgendwann mal offscreen leveln oder sowas. So, kann einer von meinen Freunden hier cut? Nein. Beziehungsweise ja, aber ich will meinem Igelava keinen Cut beibringen. Bin ich sicher, was habe ich? Ich habe noch Tentache auf der Bank. Und, was habe ich noch auf der Bank? Mal gucken gleich. Ich merke schon, ich muss echt das Training fast noch forcieren, ne? Du kannst doch wohl cut, oder? Das kann doch nicht wahr sein. Oh Mann, Weber, warum kannst du denn keinen Cut? Onix kann er wahrscheinlich auch nicht. Tentacha? Versuch macht klug, ne? Dankeschön. Zack. Erdbeer weiblich lernt erstmal Zerschneider. Aber ich denke, ich werde hier eine kleine Aufnahmepause machen. Ich muss mich nach dem Schrecken erstmal erholen. Unfassbar. Zwei Rivalen. Der eine war echt mega stark. Der war echt mega, mega stark. Der Axel. Naja, und dann gucken wir mal, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Wir werden uns in Dukatia City schlagen. Wahrscheinlich wird Bianca uns den Arsch aufreißen. Aber mal gucken. Bis dahin, Leute. Ciao.